Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum letzten Spieltag, dem Spieltag 18 der LVP-Liga. Wir schließen die Saison ab bei einem Spiel in Österreich, genauer genommen bei Austria Wien. Die anderen Mannschaften, wie sie spielen, seht ihr eingeblendet. Und nachdem beim letzten Spieltag gegen Akranes mal ein paar andere Spieler mit dabei waren, nehme ich jetzt einfach mal wieder das Standardteam mit Perry B, Marco Z, Stefan S, Stefan B und Igor P mit nach Österreich. Und ja, würde ich sagen, auf geht's. Ja, Austria Wien gegen Hansa Rostock. Das erste Spiel, das Hinspiel, haben wir gewonnen. Und das möchte ich natürlich auch hier gewinnen gegen die Österreich. Und da macht er schon das erste Foul hier, der wer auch immer das war, und das machen wir. Wir schießen mal direkt aufs Tor. Und das klappt natürlich. Stefan B. mit dem Freistoßtor. 1-0 für Hansa Rostock. Da beginnt das für Austria Wien sehr schlecht. Und dann liegt Hansa Rostock vorne. So, Marco Z. Da unten ist der Igor. Knaller heißt der Torwart von Austria, stimmt. Der Igor Hetzer auf dem Brunnmeier. Nein, der macht den Ausgleich. Ist es nicht zu fassen. Brunnmeier macht den Ausgleich. Gerne, das ist nett. Ah ne, egal. Ich kann kein Österreichisch sprechen. Ich war mal in Wien letztes Jahr und ich muss sagen, ich fand die Sprache lustig. Also, beziehungsweise den Dialekt. So, der Igor P. macht es den Führungstreffer zum 2-1. Ich fand, dass den wienerischen Dialekt, der ist schon, ja, hört sich nett an, muss ich sagen. Genauso wie das Saarländisch. Das klingt auch ein bisschen verrückt. So, Marco Z, der hat die Schnauze voll und macht das 3-1. Und an der Stelle sage ich auch einmal viel Grüße an Valvorik, der dieses Elend vielleicht anguckt, wie seine wahrscheinlich Lieblingsfußballmannschaft hier von mir überrannt wird mit Toren. Wenn es ja zweistellig werden könnte, das wäre cool. Aber ich glaube nicht. Knaller B. Knaller W. ist auch schon ein relativ guter Torwart, der einiges hält. So, Marco Z. Renn doch mal zu dem Ball. Ey, sag mal, bist du behämmert? Brunnmeier jetzt mit dem 2-3. Hier geht es Schlag auf Schlag mit den Toren. Das freut die Fans natürlich, aber ich will dieses Spiel nicht verlieren. Das ist eine Frage der Ehre. Gegen Austria Wien darf man nicht verlieren. Das ist hochpeinlich. Deshalb müssen wir alles geben. Marco Z rennt jetzt alleine. Aber wieder bloß ein Knaller hier. So, jetzt der Igor will den Brunnmeier aufhalten. Oh, das war wieder eine kritische Situation. Boah, die spielen aber hier einen Scheiß sich zusammen heute. Die spielen im Zickzack. Jetzt, das war ein ganz klares Foul. Warum pfeifst du das nicht? Meine Güte, jetzt die Chance von Steffen S. Aber wieder bloß hier an die Bande und hin und her gewürgt und sowieso und überhaupt. Die sind schon wahrscheinlich im Urlaubsmodus, die Hansa Rostocker, die Hanseaten. Aber solange wir gewinnen, selbst wenn das nur mit einem Tor Vorsprung ist, ist es doch in Ordnung. So, Igor. Oh. Oh, was ist denn das für ein Chaos hier? Hier kann sich keiner entscheiden, was denn nun der Nächste macht. Und das ist gefährlich, weil der Brunnmeier, da ist er wieder vor dem Tor. Aber Breu hat nicht stark genug geschossen, Schießwald. Aus der Ferne, aber Perry B. mit einer idealen Parade hält hier alles. Oh, ist die Luft so jetzt, der Igor, der macht das jetzt. Hm? Nee. Jetzt zweiter Versuch für den Igor. Yes. Da freut sich der Igor. 4-2 für Hansa Rostock und 2-4 für Austria Wien. Ist alles eine Frage der Sichtweise. So, nach Steffen B. erhöht. 5-2. Achso, ich wollte mal eine Statistik machen, wer wie viele Tore bei mir geschossen hat. Steffen B. jetzt mit dem 6-2. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt will er es wissen. Also ist doch die Wiederholung. Ich dachte, es ging schon wieder los hier. Ach, ich bin ein bisschen verpeilt hier. Marco Z. Oh, Steffen S. Ah, musste da sich ein bisschen
einarbeiten an der Stelle. Jetzt, und da ist Halbzeitpause. 6:2 geht's in die Halbzeitpause. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, Daumen nach oben, kommentiert, weiterempfehlen. Abonnieren ist natürlich kostenlos. Und da geht's in die zweite Halbzeit. Wir haben Anstoß. Steffen B. auf dem Igor P. natürlich. Die klassische Anstoßsituation bei Hansa Rostock. Das sind zwei Verteidiger von Austria Wien, die so ein bisschen übereinander hin und her laufen. Ich weiß nicht, was die haben vorhaben. Die können wir so ein bisschen verarschen hier. Ich würde gerne nach rechts spielen. Vielleicht kann man einen Pass dort auf irgendeinen anderen machen. Ja! Oh, das war aber ein Tor. Das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte auf den anderen Spieler von mir, der dort oben im steht, passen. Und dann macht er den einfach direkt rein. Der Igor. Sowas, das macht gute Spieler aus. Oder Top-Spieler. Die bei sowas einfach mal draufsemmeln und dann ist der Ball im Tor. Jetzt heißt es rennen, 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 Steffen S. Jetzt Austria Wien wieder ein bisschen in der Angriffsphase, aber gehalten. Oh, der Marco Z hat den Ball schön weggespielt, aber es hat nichts gebracht. Chaos im Strafraum. Wenn der Torwart mal immer auf meine Leute spielen würde, anstatt auf die Wiener, dann ein bisschen Haken schlagen. Marco Z wollte es auch mal probieren, aber es hat nicht so funktioniert. So, der Igor jetzt. Wieder mit Bande. Zu 7 steht es aktuell für Hansa Rostock. Das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis gegen Austria Wien. Oder Valvorik? Ja, das siehst du da auch so. Aber der Igor erhöht auf 8:2. Mal so ganz spontan. Das dürfte eigentlich nicht mal einzuholen sein. Die Fans von Austria Wien verlassen schon das Stadion. Weil es ja, ja, ist eigentlich. Redet ja um nichts mehr. Ich habe gehört, es sollen auch ein paar Rapid-Fans dabei sein, die sich in den Gästeblock von Hansa Rostock geschlichen haben, die jetzt mit den Fans von Hansa Rostock feiern. 9:2 für Hansa Rostock jetzt. Es könnte zweistellig werden. Das wäre schön, gegen Austria Wien zweistellig gewinnen. Und da ist es passiert. 10:2. 8 Tore Differenz. Das ist eine Schande. Und Brunnmeier verkürzt. Na gut, verkürzen dazu sagen, ist schon ein bisschen optimistisch, aber jetzt nur noch 10, nur noch in Anführungsstrichen. 10:3 für Hansa Rostock. Marco Z ist, glaube ich, schneller. Ja, konnte den Ball wegschnappen. Oh. Oh, der Marco Z hat da einfach mal den Ball weggeklaut. Einfach mal weggenommen. Und gleich ist das Spiel auch schon zu Ende. Nur noch wenige Minuten zu spielen plus Nachspielzeit. Das war nichts gegen den Pfosten. Ich glaube, jetzt heißt es aber nur noch runterspielen. Nein, Breuer macht da noch das 10:4. Austria Wien kommt langsam ran, wenn man das so sagen darf. Wenn das Spiel noch eine Stunde gehen würde, dann könnte es sein, dass die noch rankommen. Aber Igor P. jetzt noch mit dem 11:4. Das könnte das letzte Saisontor gewesen sein für Hansa Rostock, wenn der Schiri gleich abpfeift. Jawohl! Igor P. mit ganzen 6 Toren hier dabei gewesen. Ja, Hansa Rostock gewinnt in Wien gegen Austria Wien 11:4. Wir gucken uns mal die anderen Spielergebnisse an. Boca Juniors gegen Kansas City 4:2. Melbourne Knights gegen August der Erste 6:5. FAR Rabat gegen Asante Kotoko 1:3. Und Akranes gegen Dynamo Kiew unentschieden 1:1. Und damit sieht die Abschlusstabelle der Liga wie folgt aus.
Hansa Rostock gewinnt mit deutlichem Vorsprung von 19 Punkten die Meisterschaft. Von 18 Spielen 16 gewonnen, 1 unentschieden, 1 verloren. Dann Vizemeister Asante Kotoko mit 30 Punkten, Melbourne Knights auf der 3, Kansas City Whiz gegen auf dem 4. Platz, Rabat auf der 5, gefolgt von Akranes Boca Juniors auf der 7, dann auf der 8 Austria Wien und abgeschlagen Augusta 1. und Dynamo Kiew. Ja, das war soweit von der FLP-Liga. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal so ein bisschen Fußball auf meinem Kanal zu haben. Ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Daumen nach oben, kostenlos abonnieren natürlich, kommentieren und ja, könnt ihr mal einen Kommentar darunter schreiben, ob es euch gefallen hat, ja, diese kleine Fußball-Liga, ob es eine weitere Saison gibt, weiß ich jetzt nicht. Man könnte natürlich noch so eine Art Pokal machen mit den Top-4-Spielmannschaften, keine Ahnung, das überlege ich mir nochmal spontan. Ja, und dann ja, würde ich das Let's Play einfach mal für beendet erklären. Bedanke mich fürs Zuschauen und ja, bleibt friedlich, auf Wiedersehen und tschüss.